Was sind die Vorteile denn? Warum macht man das denn, dass man diesen Wert Wettbewerb so hochhält? Nun, Wettbewerb bedeutet, du musst besser sein, um besser zu sein für den Kunden. Und wenn der eine besser ist für den Kunden, dann wird der andere sagen, der Wettbewerber hat jetzt gerade aber folgende Innovation auf den Markt gebracht, die beim Kunden gut ankommt. Jetzt darf ich aber nicht schlafen, sondern muss jetzt auch sehen, dass ich jetzt auch wieder besser werde. Das heißt, Wettbewerb ist die Antriebskraft auch für Innovationen. Wenn der eine einen Vorteil hat am Markt, wenn der eine dem anderen Marktanteile abnimmt, weil der zum Beispiel eine Innovation hat, dann überlegt der andere auch, was soll ich machen? Wettbewerb erzeugt auf der anderen Seite aber auch wieder Druck. Man kann nie da stehen bleiben, wo man im Moment steht, sondern muss sehen, dass man immer besser wird. Das sind die Schattenseiten, dieser Wettbewerbsorientierung. Also das muss man sehen. Wir halten in unserer Kultur den Wert Wettbewerb recht hoch. Der hat Vorteile und die Abschaffung von Wettbewerb, das Monopol, kann nicht das Ziel einer gut funktionierenden Wirtschaft sein. Aber Wettbewerb hat eben auch große Schattenseiten, das muss man sehen. Und vielleicht irgendwann einmal bekommen wir den Gedanken der Kooperation sehr viel stärker in den Vordergrund gestellt. Man sagt das ja auch, wenn man die Natur betrachtet. Natur, was ist das? Fressen und gefressen werden, sagen manche. Wenn man etwas genauer hinschaut, findet man sicher auch gefressen und gefressen werden, natürlich. Fressen und gefressen werden, natürlich. Aber man findet auch viele, viele Formen von Kooperation in der Natur. Und das ist etwas, was so in der Wahrnehmung noch gar nicht ausgeprägt ist. Ja, der Kampf ums Überleben, fressen und gefressen werden. Aber es gibt vielfältige Kooperationen in der Natur. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.